Was passiert beim freiwilligen Vergleich? Nun, zunächst mal, was ist ein Vergleich? Um was geht es hier? Der Ausgangspunkt sind Zahlungsschwierigkeiten, vielleicht sogar eine Zahlungsunfähigkeit. Und der Vergleich findet statt zwischen Schuldner und Gläubiger, meistens nicht nur einer, sondern Gläubigeren. Ich denke, ich kann Gläubigern hier ohne weiteres schreiben, sind in der Regel mehrere. Was passiert beim freiwilligen Vergleich? Es geht um eine Vereinbarung. Und diese Vereinbarung ist offensichtlich freiwillig, eine freiwillige Vereinbarung zwischen Schuldner und Gläubigern. Das wäre zunächst mal der erste Ansatz, wenn man das in der mündlichen Prüfung gefragt wird. Was passiert beim freiwilligen Vergleich? Was ist der freiwillige Vergleich? Dann klinken wir uns zunächst mal hier ein bei Vergleich und sagen, der Vergleich ist eine Vereinbarung, in diesem Fall eine freiwillige Vereinbarung zwischen Schuldner und Gläubigern. Und das zentrale Element dieser Vereinbarung sind Zugeständnisse. Von wem? Natürlich von den Gläubigern. Zugeständnisse der Gläubiger. Und diese Zugeständnisse der Gläubiger, na, was schreibe ich hier? Gläubiger, so. Zugeständnisse der Gläubiger kann man auch nennen Verzicht. Was passiert beim freiwilligen Vergleich? Was ist der freiwillige Vergleich? Eine freiwillige Vereinbarung zwischen Schuldner und Gläubigern, geprägt von Zugeständnissen der Gläubiger oder geprägt von Verzicht der Gläubiger. In der Regel sind diese Zugeständnisse in der Regel gleich Teilverzicht. Ja, die Zugeständnisse sind also kein kompletter Verzicht, sondern ein Teilverzicht. Und der Ausdruck dieses Teilverzichtes ist die Vergleichsquote. Die Vergleichsquote drückt in Zahlen aus, was die Gläubiger noch kriegen und auf was sie verzichten. Beispiel, wenn die Vergleichsquote zum Beispiel 40% ist. 40% ist eine hohe Vergleichsquote. Bedeutet das, dass jeder Gläubiger auf 60% seiner Forderung verzichtet und noch 40% bekommt. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.